Jo, herzlich willkommen, mein Freund, hier zu einem neuen Part von Hearthstone. Ich habe hier länger auf diesem Kanal nichts gemacht. Ich muss mal kurz die Kamera, glaube ich, so ein bisschen richtig schieben. Okay, jetzt hat jetzt absolut gar nichts gemacht. Und die Kamera kann ich aber eigentlich auch nochmal ein bisschen größer machen. War natürlich richtig gut jetzt so. Geil, alter Bässe. Ja, auf jeden Fall muss ich mal kurz gucken, was er geschrieben hat. Wahrscheinlich wird sie mich nur auslachen, wie scheiße ich bin. So, ja, wir gucken nämlich heute mal wen anders zu, habe ich mir so gedacht. Wir nehmen uns einfach mal zurück in einen Teil von Hearthstone. Gucken einfach mal den anderen zu, wie die so spielen. Wir gucken Inferno Reus zu. Ihr seht den Namen gar nicht. Deswegen habe ich ihn euch jetzt gesagt. Aber wir sehen schon, das ist auf jeden Fall ziemlich gut, dass er die beiden Sechserkarten auf jeden Fall auf der Hand behalten hat. Das ist ziemlich stark, auf jeden Fall. Wenn er jetzt auf einmal fünf Züge in die Zukunft gucken kann. Und er wird ziemlich geraped, Alter. Das macht jetzt schon keinen Spaß mehr, weil ich weiß, dass er gleich zerstört wird. Oh oh. Gut, aber er hat von Anfang an gesagt, er hat kein so gutes Deck. Ich nehme mal an, der hat auch nicht unbedingt so viele Karten. Mal gucken, was macht er. Gut, er spielt also Schildblock, ja. Gut, ist eine relativ doofe Situation jetzt für ihn. Weil so viel kann er gar nicht machen. Gut, das war irgendwo schon klar, dass es kommt. Das hat dann natürlich... 7-2, ach du Kacke, Alter. Ja gut, also ich habe mir gerade so überlegt, habe ich überhaupt Bock, das aufzunehmen? Aber ich glaube, die drei Züge kann ich jetzt mal eben schnell zugucken. Junge, das ist ja... Ja gut, der hat Execute. Das ist natürlich ganz nice. Das Ding ist einfach nur, er kann halt sonst überhaupt gar nichts machen. Was man natürlich noch dazu sagen muss, er hat natürlich einen extrem krassen Kartenvorteil. Auch durch die beiden, wie heißen die? Akolyten. Wird er nochmal ein paar Karten ziehen, aber das Ding ist, na gut, wann will er die spielen? Ne? 4 das, 5, eventuell der und ein. Man wird sehen, auf jeden Fall spielt er ziemlich viel. Alter, der hat so ein richtiges Engage-Ding. Kein Wunder, dass der 19 ist. Wer spielt mit so einem Deck? Ich habe noch nie so ein Deck in der Arena gesehen. In gewerteten Spielen gesehen, ehrlich. Und ich zock relativ viel gewertet, aber es ist mir noch nie so ein Deck vorgekommen. Na gut, ich meine, ich werde nicht angehen, ich bin gerade auf 13, ne? Aber. Raging Worgen. Mal gucken. Ja, das ist natürlich krass, wenn er das schafft, wenn er wieder den Taskmaster spielt, Taskmaster spielt, 5-2, geht auf jeden Fall fit. Er guckt sich den Warbot an, das ist eine nette Karte auf jeden Fall. Ja gut, das ist natürlich, also 3-5 ist natürlich schon extrem stark, das muss man sagen. Oh, so, mal gucken, wie er jetzt spielt, ob er den Warbot oder, ja. Aber wie gesagt, jetzt bei 5 ist natürlich relativ schwierig, ne? Was spielt er? Der könnte Akolyt Taskmaster spielen und oder natürlich, gut, er hat ziemlich viele Möglichkeiten. Das wird spannend. Mal gucken, für was er sich entscheidet. Die Sonne geht mir voll ins Gesicht und das sieht man total, aber es ist mir sowas von egal. Also Akolyt wäre auf jeden Fall gar nicht mal so falsch, würde ich sagen. Mit Taskmaster. Gut, ich meine, er würde eine Karte ziehen. Das Ding ist, ja genau, das könnte er auch machen. Den Taskmaster spielen, dann sich Armor geben und dann mit Shield Slam den zerstören. Ich habe das zuerst gesagt. Weil ich glaube, sonst wäre der Worgen ziemlich gefährlich geworden. Das sind ja schon, sagen wir, nehmen wir mal an, der hätte das echt so gemacht. 6, das sind schon 12 Schaden, nur von dem. Der hat nur noch 20 HP. Also da muss er echt aufpassen, was er macht. Aber ich glaube sogar, dass er das Game gewinnen wird, irgendwie jetzt. Also es sieht wieder besser aus, auf jeden Fall, als am Anfang. Weil er hat momentan eigentlich gut zwei Karten Vorteil hat er. Er hat auf jeden Fall zwei ganz gute Karten noch auf der Hand. So, naja gut, dagegen. Das ist natürlich relativ doof jetzt für ihn. Der Neutron, das ist... Nein, er sollte schon auf der Mana-Kurve bleiben jetzt. Er sollte nicht irgendwie rumherum spielen, den würde ich auch nicht spielen und das wäre doof. Dann würde der 1 gegen 1 traden. Also wenn, dann müsste der schon Shield Maiden spielen jetzt. Ja, mach's bitte. Jetzt mach, komm. Nein. Oh Gott. Ach, meine Güte. Okay, der meinte von Anfang an, der ist nicht so gut. Ich mach mal ein bisschen lauter, glaube ich. Aber, naja, gut. Also, gut, hat er halt den Effekt jetzt nicht genutzt. Das ist natürlich schade für ihn. Mal gucken, vielleicht ist der auch ziemlich schlecht. Ich meine, der ist Stufe 19, also so gut kann der gar nicht sein. Mit dem Deck. Gut, kann auch sein, dass der den am Leben lässt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Hat er eigentlich nur Enrage-Monster oder... Also ich meine, ist ja vielleicht ganz schick und schön, aber...
das jetzt so geil reinhaut, weiß ich nicht. Aber noch nie so ein Deck gespielt, um ehrlich zu sein. Back to work. Der wird auf jeden Fall gut in die Mangel genommen, das muss man sagen. Oh, nice. Na gut, ich persönlich würde jetzt eine Copy von dem 8-4er machen und dann einfach den spielen, weil dann hätte der ernsthaft ein Problem. Weil für den Neutron braucht er ja normalerweise zwei Angriffe, in diesem Fall halt diese beiden. Das kann man natürlich auch machen, das ist auch nicht unbedingt schlecht. Jetzt natürlich die Frage, was bringt dir mehr? Zwei, also Sylvanas mit 5-3 oder der 8-4er, den du selber auch noch buffen kannst. Der spielt aber auch verdammt nice. Vielleicht hat er schon gewonnen die Runde, mal gucken. Wie macht er das jetzt? Jetzt mit dem Champ wahrscheinlich. Gut, ich meine, durch die Shield Maiden hat er ja nochmal 5 Armor auf jeden Fall. Das ist ja quasi. Also vorbei ist das Game noch nicht, würde ich sagen. Jetzt muss er natürlich auch richtig spielen. Also der muss jetzt auf jeden Fall drauf gehen. Oh Karl, bitte nicht. Sag mir nicht, dass du so dummes Spiel die Shield Maiden. Digga, verarsch mich nicht. Du könntest sogar noch Armor Smith spielen. Das wäre jetzt ziemlich stark. Oh mein Gott, ist das denn ernst? Ah, das ist schon mal richtig. Du musst nur noch richtig angreifen, oh mein Gott. Das ist so, wenn du anderen zuguckst und du weißt eigentlich schon ungefähr, was jetzt eigentlich nur das Beste wäre, was man machen kann. Aber so hat er auf jeden Fall richtig gespielt. Ah, gut. Also ich glaube, das war der beste Zug, den er heute gemacht hat bisher. Na, jetzt ist der Gegner natürlich ziemlich in der Bredouille. Das muss man sagen. Mal gucken, was da jetzt noch kommt. Oh, gucken, 7 HP hat er noch. Also 6 und 1 Armor. Jetzt hat er noch 2, 3, 1. Ach du heilige Kacke, Alter. Okay, das könnte jetzt echt mega spannend werden. Hat natürlich einen extrem Vorteil eigentlich. Er kann natürlich noch mit dem Armor Smith rumspielen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also natürlich jetzt. Sag nicht, du machst das, also dann hat der Arsch aber. Wobei, könnte er machen, dann müsste er aber vorher angreifen, ist das dein Ernst? Okay, der ist gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Muss ich sagen, also. Die Züge geht auf jeden Fall fit, das kann man sagen. Das war, glaube ich, das. Müsste sogar glatt der Sieg sein, um ehrlich zu sein. Acht, also wieder 9 hat er. Oh Mann, das ist echt ein spannendes Duell, das muss man sagen. Krass, hätte ich nicht gedacht. Mal schauen, was der jetzt macht. Jetzt hat er ja noch einen Zug. Jetzt muss irgendwas Krasses kommen von ihm. Nee, das müsste jetzt GG sein. Was macht er? Irgendwas in Space? Charge. Okay. Ah, das müsste. Da müssen wir uns eigentlich nicht lange. Da müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Ah, das hat er echt gar nicht mal so schlecht gespielt, muss man sagen. Jetzt hat er auch direkt 3 von. Bei Siegen hat er direkt nochmal 10 Gold bekommen, das ist ja best day ever für ihn. So, jetzt muss er nur noch das nächste Game starten. Ist auch mit dem abgemacht eigentlich, also kein Thema. Komm, jetzt geben wir ihm Props direkt. Also das war. Oh, er schreibt danke dir. Das Ding ist natürlich. Er sagt, in dem Deck fehlt noch alles Straße. Ja. Gut, ich spiel kann. Was hat denn er gerade gespielt? Hat er gerade Krieger gespielt? Ja. Keine Ahnung, wie man Krieger spielt. Deswegen kann ich dazu leider nichts sagen. Das Ding ist, jetzt erwarten wir natürlich Großes von ihm, das muss man natürlich sagen. Also jetzt muss natürlich ein hammermäßiges Spiel kommen, sonst ist der Arsch hier aber Kirmes. Ich würde Coin Amos mehr spielen, eher nicht. Was haben die denn für Decks auf diesen Leveln? Jetzt würde ich Amos mehr spielen. Ja. Also ich habe auch einen Priester.
Seite. Die Karte habe ich nicht drin. Ich finde irgendwie 3 Angriff. Das nutzt sich da irgendwie nicht, 1-1 zu traden. Also natürlich, es kann hilfreich sein, klar, aber in dem Großen und Ganzen gibt es auf jeden Fall stärkere Karten. Also dieses. Ich habe lieber zweimal das bei 5 Angriff drin. Ne? Ja, natürlich zweimal Shields lernen. Das ist natürlich nicht so gut. Ich weiß auch nicht, was der für ein Deck hat, um ehrlich zu sein. Oh Gott. Aber jetzt bei solchen Gegnern denke ich mir immer so, wie zum Fick ist der auf 18 gekommen? Also ich meine, gegen den Krieger, weißt du, gegen den Krieger diese Karte rauszuhauen, wenn er noch keine Waffe hat, ist das Schlechteste, was du überhaupt machen kannst. Es gibt nichts Fataleres. Krass, das muss man ja einfach mal so sagen. Ist natürlich jetzt aber trotzdem doof für ihn, also klar, er kann halt eine neue Tron spielen. Aber im Großen und Ganzen ist das relativ doof für ihn gelaufen. Tron würde ich trotzdem spielen, also ich würde jetzt nicht so viel Face gehen lassen. Okay, aber schon 2, 3, 4, 5, 6, 9, naja, gut, das kann jetzt auf Brawl wahrscheinlich kommen. Na gut, durch den Zombie-Job wird er ja höchstwahrscheinlich nochmal Leben bekommen. Dann hat er ja wieder 24, das geht ja noch. Wenn er die Karte denn jetzt auch spielt, ne, weiß es nicht. Ja. Gut, er hat natürlich jetzt kaum noch Karten, ne? 3 Stück, also den Kartenvorteil, den hat er auf jeden Fall wieder. Wenn natürlich solche Karten wie Feuer bekommen, dann hat er natürlich hart gelitten. Ich glaube, das ist der Verlierer. Das ist solche Decks, die sind eigentlich total schlecht, aber irgendwie es klappt. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist irgendwie. Ja, ich meine, ich habe das Deck jetzt persönlich noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Aber wie man sieht, ist es ja anscheinend gar nicht so unglaublich verkehrt. Und was soll er machen? Das ist natürlich jetzt ziemlich schwierig. Also neue Tron eventuell mit Armor Smith und den Taskmaster, damit würde ich einen 1-1er zerstören. Das wäre halt möglich, was er machen kann. Ne, davon würde ich ihm jetzt ehrlich gesagt abraten. Weil wenn er damit den Knife Juggler besiegt und dann eine neue Tron spielt, ich doch, also mit Folgen müsste der auf jeden Fall den neue Tron angreifen, außer natürlich der spielt irgendwas mit Charge oder so. Aber ich glaube nicht, dass er sowas im Deck hat. Würde mich wundern. Ja, das war nicht so cool. Ich meine, klar, der ist jetzt tot, aber hat sowieso nicht so viel Leben. Und dann noch 7 Stück wegzuhauen. Mal gucken, 5 Damage hat er draußen. Hat auch der. Hat schon, also als Priester hast du schon genug Karten, um das zu machen. Aber das fickt ihn natürlich jetzt auch gerade in den Arsch. Natürlich geht er zweimal Face, weißt du, das ist wieder so ein unglaubliches Glück. Na, Armor Smith in Neutron und dann Armor ab. Mehr kann er da nicht mehr, sonst hat er verloren. Sag mir bitte, dass er jetzt nicht so doof ist und irgendeine Scheiße damit jetzt macht. Sehr gut. Mal gucken, dann hat er auf jeden Fall wieder 3, je nachdem, ob der noch was spielt. Warum hat der denn auf? Das hat er überhaupt nicht gegeben. Wie viel hat er gegeben? Na gut, aufgegeben hätte ich da jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Der hätte schon noch, sag ich mal, gute Möglichkeiten gehabt. Also von dem, was ich weiß, dass er ein Deck hat. So, das dritte und letzte Duell. Schauen wir mal. Victory or death?
Ich bin ja schon die erste Karte von Magier und denke mir schon, dass ein Hurensohn. Wäre lustig, wenn er jetzt keine Geheimnisse haben würde. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Ah, spielt sie sogar die? Ah, guckt sie an. Na, kann sie nicht spielen, also könnte das theoretisch sogar eine ziemlich gute Karte sein, die er da bekommen hat. So, genau, den Akulin spiele ich noch was. Ups, hoppala, jetzt ist mir mein Tesafilm runtergefallen. Okay, Duplicate hat das schon mal nicht. Ist immer schwierig. Es könnte alles sein, ne? Aber was wie heißt das? Zerbersten oder sowas? Wo der Angreifer stirbt, das hat irgendwie keiner im Deck momentan. Wenn dann glaube ich eher, dass es Counterspell ist, um ehrlich zu sein. Ich werde mit der Waffe auf jeden Fall erstmal den 4-3er ausschalten, bevor ich irgendwas mache. Da würde ich eventuell eine neue Tron spielen. Er kann natürlich auch die Karte haben, dass er einen verdoppelt, aber mal den jetzt, na gut, je nachdem mit wie vielen Geheimnissen er spielt, lohnt sich das schon, den zweimal nochmal dann zu haben. Aber war schwierig. Mal gucken, was er macht. Ich würde mit der Waffe angreifen und. Also ich sage mal, der wird, also kann ich mir vorstellen, 100% Duplicate haben. Okay, Counterspell hat er auch nicht. Ah, dann wird es Duplicate sein. Teilweise sogar ganz gut, weil dann kann er mit dem Akolyten noch eine Karte ziehen, wenn er jetzt den Neutron verdoppelt. Ah, das war ziemlich offensichtlich. Hat sich aber nicht wirklich gelohnt. 2 gegen 3 Mana. Und er kann noch eine Karte ziehen. Und dann hat er wahrscheinlich doch Zerbersten. Also muss er ja, oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob es so heißt. Flame mich bitte nicht zu. Aber das wohl das. Ich glaube, das ist sogar dann schon das einzige Geheimnis, was der noch haben kann. Ne, Iceberg könnte er auch noch haben, so die ganzen. Gut, aber. Schwierig, schwierig. Gucken wir mal, ob er denn noch die Gelegenheit bekommt, uns das zu zeigen. Also mit dem, genau. Also ich finde, so schlecht spielt er gar nicht. Er meinte am Anfang, willst mich nur auslachen, wie scheiße ich bin, aber ich finde, was er spielt, geht auf jeden Fall fit. Gut, dass er ihn aufgegeben hat, finde ich ein bisschen schade, so, weil das wäre locker noch ein spannendes Duell geworden, aber im Großen und Ganzen spielt er eigentlich komplett in Ordnung. Jetzt greif an, jetzt mach's nicht so spannend, wir wollen wissen, was der für ein Geheimnis hat. Er hat natürlich jetzt auch einen ziemlich krassen Vorteil. 5 Karten in der Hand, er hat irgendwie 8, 7. Und er hat noch eine Waffe und 2 Leute draußen. Ich hätte jetzt aber angegriffen, um ehrlich zu sein. Oh, die Karte, ich hasse die, die hat echt jeder. Ist natürlich. Also ich finde die Karte ist schon echt stark, das muss man sagen, aber die hat irgendwie einfach jeder. Das ist irgendwie so eine. Ach, jetzt auf einmal kann er doch mit dem angreifen. Okay. Und jetzt ehrlich gesagt habe ich jetzt mit dem Akolyten angegriffen, der bringt nicht mehr so viel jetzt. Mit 1-1 kann er noch eine Karte ziehen und dann ist gut. Er verliert natürlich so langsam so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, den Vorteil. Natürlich jetzt, sage ich mal, Karten, die natürlich in der Mana-Kurve her als niedriger sind. Das kann schon ziemlich einen Unterschied machen. Ein Flamestrike für 6 ist natürlich OP. Er geht auf jeden Fall besser mit seinen Karten um. Der hat noch mehr Karten im Spiel als der Magier. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26. Oh, ach, das hat er mit einem stabilen Portal bekommen. Okay. Das ist 4 günstiger. Ach ne, 3 günstiger, genau. Okay, und dann.
Ja, gut, ob das jetzt so krass war, der Zug. Naja. So kann der immer Brawl spielen. Ich wäre sogar am Überlegen, das wäre jetzt eigentlich vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Er hat die Chance von 2-2, dass eins von, also 50%, dass eins von seinem überlebt. Ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht wasten, dadurch, dass das ist ja nur eine 50%ige Chance. Es ist ja nicht gesagt, dass das passiert. Ja, muss ich mich kurz mieten, meine Freunde. Aber ich finde, der Magier hat bis jetzt auch kein so krasses Deck irgendwie. Also entweder hat er echt Pech mit dem, was der zieht. Oder der hat ein echt schlechtes Deck. Er hat natürlich recht Glück, dass der Angriff da durchging. Da war die 50%ige Chance aus seiner Seite. Also ich glaube irgendwie, das wird er machen. Das ist 2-1, wenn drei Spieler der 2 gewonnen. Aber mal gucken, wer weiß, was jetzt kommt. Vielleicht irgendein richtig krasser Drop jetzt. Ja, der geht sogar fit, das muss man sagen. Ich denke, jetzt können wir eigentlich uns schon darauf einstellen, dass der Mann Feuerball langsam spielt. Er hat noch keinen Feuerball die Runde rausgehauen. Gucken, ich werde Face gehen mit dem 7er, um ehrlich zu sein. Er macht gar nichts. Fuck. Dumm. Gut, jetzt würde ich. Ich würde Sylvana spielen und dann Brawl. Geht gar nicht. Wird. Brawl spielen auf jeden Fall. Weil einer mit Sylvanas wäre es natürlich OP. Aber ich würde, glaube ich, noch einen Mob spielen. Ich glaube, ich würde den Taskmaster. Das ist schwierig. Aber auf jeden Fall, dass er so ein, zwei Typen aufs Feld bekommt, dass Brawl mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eins von seinen Mobs nimmt. Weil an viele andere Möglichkeiten hat er nicht. Weil sonst hat er nächste Runde verloren. Mit Brawl hat er zumindest noch die Chance, dass er eventuell was Gutes bekommt. Geht auch nicht Duplicate. Ich würde auf jeden Fall vorher angreifen. Ne, wenn er das macht, hat er verloren. Denke ich mal. Weil 8, wenn es Save 7 auf jeden Fall schon mal, dann ist er noch 11. Na gut, das kann er natürlich auch machen. Okay, das ist auch kein schlechter Zug, das muss man sagen. Okay, das war auch gut gespielt. Oh, jetzt geht er natürlich zweimal Ragnar raus, das ist natürlich jetzt echt doof. Gucken, wenn er wenigstens nicht. Ja, wenigstens hat er Glück. Aber es ist natürlich ziemlich beschissen für ihn, dass die jetzt zweimal nochmal Ragnaros hat. Das ist natürlich krass. Aber jetzt könnte er auf jeden Fall Sylvanas schon mal spielen. Das ist natürlich auch dann nicht schlecht. Okay, er spielt nicht mal Sylvanas. Ragnaros. Lässt dann noch ein bisschen auf der Hand. Und ich würde jetzt, glaube ich, sogar Sylvanas spielen. Na, schwierig. Na gut, jetzt würde sich das nicht lohnen. Dieser eine Damage vom Feuerschlag vom Magier ist natürlich ziemlich, kann ziemlich krass sein. Stimmt, einfach mit dem Taskmaster einfach auf den und dann traden und dann Sylvanas will ich spielen. Ich bin irgendwie gerade drauf, Sylvanas muss raus, meine Freunde. Es ist halt, also er braucht unbedingt, denke ich mal, Sylvanas auf dem Feld auch, um dann gegen Ragnaros noch irgendwas ausrichten zu können. Aber ich glaube, dass er ist sich der Gefahr noch nicht so ganz bewusst. Weil wenn Ragnaros auf dem Feld ist und das zerstört Sylvanas, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass er dann Ragnaros bekommt.
Und das wäre dann natürlich ziemlich krass, beziehungsweise so lange wie Sylvanas auf dem Feld ist, kann er dann normalerweise nicht Ragnaros spielen, weil die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit einfach zu groß ist, dass der Gegner dann einfach den Ragnaros bekommt. Und ich meine, mit der Taktik würde er das Feld ja trotzdem clearen. Ist ja nicht so, dass er da am Leben bleibt. Mal gucken, ob er das auch so spielt. Ich glaube nämlich, der spielt die Waffen. Ne, er spielt Sylvanas, sehr gut. Ich meine, höchstwahrscheinlich wird jetzt ein Feuerball kommen. Also, er hat zwar schon einen gespielt und er hat dann noch irgendwie die Hälfte der Karten im Deck, aber zweimal Feuerball hat er auf jeden Fall gezogen. Das ist natürlich ganz klar. Ja, mal gucken, er hat zweimal Ragnaros, dann müsste er noch einmal diesen Kirin haben, glaube ich. Oder der müsste den dreimal haben, das heißt, er hat noch zwei andere Karten. Zum Beispiel den Sludge. Ledger? Belcher, okay. Ich glaube, ich würde Arcane Reaper spielen. Und Armor Smith. Glaube, ich würde den 6-6 auch gerade erstmal ignorieren. Ich würde damit einfach Face gehen. Wahrscheinlich wird er zwei Stück bekommen, denke ich, nehme ich mal an. Und mit Sylvanas würde ich einfach stur Face gehen. Wenn er nämlich Zerbersten hat. Das heißt, oder Zerstreuen? Es ist Zerstreuen. Könnte es sein? Dann würde er zumindest den 6-6er bekommen, das wäre ja auch schon mal nicht schlecht. Aber was hatte ich. Und er könnte ihn auch zum Schweigen bringen, aber es bringt ihm nicht so viel. Ja, spannend auf jeden Fall, finde ich. Also, das hoffentlich gibt er nicht wieder auf. Okay, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Jetzt reicht schon Frostblitz, um den auszuschalten. Der ist eine Seite natürlich ganz gut, dadurch er kann jetzt halt mit 5 Face gehen. Aber im Großen und Ganzen ziemlich gefährlich, nehme ich an. Weil wenn er jetzt natürlich Frostblitz hat, ist der weg. Gut, ich meine, er hat den 6-6er ja auf dem Feld, aber ich denke mal, also ich persönlich würde eher darauf spielen, dass ich dadurch Ragnaros bekomme. Counterspell. Okay, das ist. Was hat denn jetzt? Was hat denn gespielt gehabt? Shield Slam, das finde ich sogar ganz. Okay, du musst natürlich sagen, er hat natürlich zweimal, hat er natürlich Ragnaros noch auf der Hand. Einmal müsste er dieses Kirin haben? Meine ich weiß nicht. Aber der hat, dass er aber auch so ein unglaubliches Luck hat, dass er wirklich zweimal diese 50% nicht kriegt und will. Was ist denn mit der Sonne los? Warum muss sie denn so beschissen untergehen? Das ist jetzt natürlich doof. Jetzt kommt natürlich Ragnaros und er hat quasi Arsch geleckt. Und ich meine, er hat noch Brawl, um einen zumindest mit Glück einzuentkommen. Na gut, Shield Slam, ja, nice. Aber man muss sagen, er hat schon teilweise ganz schön Luck. Na gut, ein Ragnaros hat er noch. Also das Deck von dem finde ich aber auch nicht so stark, muss ich sagen. Also vom Krieger jetzt. Irgendwie burnt das nicht so, finde ich. Ein paar gute Karten hat er ja noch im Deck, da lassen wir uns mal überraschen. Aber im Großen und Ganzen finde ich das Deck jetzt nicht so unglaublich krass. Diese ganzen Secrets regen natürlich so unglaublich auf, meiner Meinung nach. Meine Güte, ey. Gut, den Akolyten, damit kann er zumindest, könnte er damit eventuell noch Karten, wenigstens eine ziehen. Na, aber ich glaube. Also jetzt so von dem, wie es momentan steht, würde ich sagen, der Magier gewinnt. Irgendwie, der hat zwar jetzt keinen Kartenvorteil, der hat auch noch einmal Ragnaros. Aber für mich sieht das momentan eher so aus, als ob der hier ganz schön gefickt wird. Der hat auch, glaube ich, nichts so unglaublich Krasses mehr im Deck. So ein Dr. Boom wäre natürlich jetzt eine extrem gute Karte. Hat er natürlich. Jetzt muss er eigentlich auf Luck spielen mit Brawl. Je nachdem, was er zieht. Er hat aber auch ein Glück, das gibt's aber auch einfach gar nicht. Was natürlich, der hat nochmal Counterspell. Oh gut, er kann nichts anderes machen. Also im Endeffekt ist das
natürlich die beste Karte, die er jetzt opfern könnte dafür. Nein, hat er nicht. Er hat aber auch... Ja, wahrscheinlich wieder zerstreuen, so wie es aussieht. Aber es ist ein ziemlich langes Duell. Also ich glaube, der Part von geht jetzt auch bestimmt schon eine halbe Stunde. Es ist auch noch lange kein Ende in Sicht. Auf jeden Fall ein mega spannendes Duell. Finde ich auf jeden Fall gut fürs Let's Play. Ist auf jeden Fall besser, als wenn irgendwie nach 5 Runden das Game zu Ende ist. Aber es ist wirklich mega ausgeglichen, das muss man sagen. Wird auf jeden Fall, glaube ich, schon. Die Karte müsste er schon extrem lange haben. Also ich kann mir vorstellen, dass es Flamestrike ist. Natürlich ziemlich useless gegen ein Deck, was irgendwie nichts Krasses hat. Ich glaube aber, im späteren Spielverlauf verliert er jetzt tatsächlich noch das Spiel. Dadurch, dass der Magier, der hat viel mehr Karten, der 3x Ragnaros und so weiter. Ihm gehen so langsam die Karten aus. Er hat noch 6 Stück im Deck, er hat noch 9. Der hat auch richtig scheiße auf der Hand, wenn nicht gar nichts kommt, dann kann das ja nicht so gut sein. Ja gut, ist immer doof, wenn man halt von dem anderen dann nicht die Karten sieht. Kann auch sein, dass er disconnected ist. Das wäre natürlich extrem traurig. Oh mein Gott. Jetzt muss er mit dem 3-5er zuerst angreifen. Bestimmt zerbersten, aber mit dem hat er Eisbarriere. Okay. Gut, aber das ist jetzt ein Trumpf, muss man einfach mal so sagen. Also jetzt, entweder jetzt oder wenn der jetzt auch noch weg ist, ich glaube, dann hat er verkackt. Dann kannst du in die Tonne kloppen. Ich glaube, der ist wirklich disconnected. Oh Mann, das ist eigentlich echt traurig, wenn man mal so drüber nachdenkt. Da sind zwei richtig knappe Duelle, einmal gibt er auf und einmal disconnected sein Gegner. Aber gut, ich weiß, je nachdem, was er halt auch noch auf der Hand hatte, denke ich aber schon, dass der... Ja, es ist knapp, das kann man nicht sagen, kann man sich jetzt eigentlich rausreden. Es ist schade, aber jetzt ist er da. Er ist auf jeden Fall da, zwei Züge verpasst. Na gut, das ist natürlich jetzt doof für ihn. Aber gut, Flamestrike würden sich jetzt fast lohnen. Na ja gut, aber ich denke, diese beiden Züge haben es halt jetzt extrem rausgerissen. Also den Vorteil glaube ich nicht, dass der sich das jetzt noch aus der Hand nehmen lässt. Falls er jetzt überhaupt noch was macht. Eben hatte der eine Karte. Was macht der denn? Wichst der gerade? Oder? Schade, das ist echt. Finde ich. Klar, er gewinnt, er freut sich bestimmt, aber ich finde im Großen und Ganzen finde ich sowas immer recht schade einfach, weil es, ja, wenn so ein knappes Game macht, einfach mehr Fun, finde ich. Er spielt auf jeden Fall auch, gut, aber ich finde, er hat gut gespielt, das muss man sagen. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Schon wieder 3 von 30, ey. Oh. Ja, vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall, meine Freunde, bis dahin. Tschüss.